Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen eingebrachten Gesetzentwurfs zur Aussetzung des Anpassungsverfahrens gemäß § 11 Absatz 4 des Abgeordnetengesetzes für das Jahr 2020 sowie zur Änderung des Abgeordnetengesetzes. Für die Aussprache ist eine Dauer von 18 Minuten beschlossen. Frau Kollegin Strack-Zimmermann, man kann in Zeiten des digitalen Verkehrs auch elektronisch Glückwünsche übermitteln. Ja, wenn Sie das nicht können, tut mir das leid, aber in der Sache ist das jedenfalls möglich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat als erster Redner der Kollege Michael Grosse-Brömer, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dass Veränderungen an der Abgeordnetenvergütung stets mit öffentlichem Interesse einhergehen, ist, glaube ich, jedem bekannt. Das Interesse ist besonders kritisch, wenn es um Erhöhungen der Abgeordnetenvergütungen geht. Das ist aber nicht das Thema des heutigen Tages. Wir beraten in der zweiten und dritten Lesung heute die Anpassung der Abgeordnetenentschädigung mit dem Ziel, dass wir auf eine Anpassung, das heißt eine Erhöhung, verzichten werden. Wir haben 2014 das Ergebnis einer Expertenanhörung bekommen, weil das Bundesverfassungsgericht diesen Bundestag aufgegeben hat, sich um seine eigene Entschädigung selbst zu kümmern und selbst darüber Beschlüsse zu fassen. Das ging öffentlich häufig einher mit dem Vorwurf der Selbstbedienung, obwohl es eine Entscheidung des höchsten deutschen Gerichtes war. Daraufhin haben wir, wie ich finde, richtigerweise eine unabhängige Expertenkommission eingerichtet, die uns empfohlen hat, die Entwicklung der Vergütung der Abgeordneten an die Entwicklung der Löhne in Deutschland zu koppeln. Ich halte das immer noch für eine kluge, nachvollziehbare und transparente Entscheidung. Sie hat sich bewährt, und wir sollten an ihr festhalten. Hätten wir sie jetzt allerdings umgesetzt, hätten wir angesichts der guten wirtschaftlichen Lage 2019 eine Erhöhung bekommen, zum 1. Juli diesen Jahres, um 2,6%. Sie wäre zu einem Zeitpunkt erfolgt, diese Erhöhung, in dem unser Land schwere Auswirkungen festzustellen hat aufgrund der Corona-Pandemie. Zu einem Zeitpunkt also, in dem Menschen zu Tausenden in Kurzarbeit sind und Selbstständige teilweise um ihre Existenz bangen. Kurzum, aus unserer Sicht zu einem falschen Zeitpunkt. Und deswegen freue ich mich, dass wir fraktionsübergreifend heute in der zweiten, dritten Lesung eine Entscheidung darüber treffen, dass wir auf diese eigentlich gesetzlich für uns vorgesehene Erhöhung verzichten. Ja, diese Maßnahme finanziert kein Rettungspaket, aber das muss sie auch nicht. Aber diese Maßnahme sagt auf jeden Fall, wir stehen zusammen, auch in der Krise, auch als Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen. Und, meine Damen und Herren, ich will abschließend sagen, dieses Anpassungsverfahren, auf das wir uns verständigt haben und das hoffentlich noch viele Jahre auch bestehen bleibt, ist kein Erhöhungsautomatismus, wie oft fälschlich behauptet wird. Ich habe das versucht zu erklären. Es ist eine direkte Entwicklung im Zusammenhang mit den Löhnen in Deutschland. Das heißt, wenn Löhne steigen, steigt die Vergütung. Wenn Löhne sinken, sinkt die Vergütung. Und infolgedessen bleibt es dabei, so wie sich die Löhne entwickeln, entwickeln sich die sogenannten Diäten in Deutschland in guten wie in schlechten Zeiten. Deswegen, glaube ich, treffen wir heute eine richtige und nachvollziehbare und eine angemessene Entscheidung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Kollege Grosse-Brömer. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Bernd Baumann, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was wir heute erleben, hat einen großen Seltenheitswert. Alle sechs Fraktionen haben sich auf eine gemeinsame Gesetzesvorlage geeinigt, die wir jetzt zusammen einbringen. Das zeigt nach 2,5 Jahren dieser Legislatur endlich, dass alle Fraktionen konstruktiv zusammenarbeiten können, wenn es darauf ankommt. Und in Zeiten von Corona und weltweiter Wirtschaftskrise kommt es sehr darauf an, meine Damen und Herren, dass wir zusammenarbeiten.
Denn schon jetzt sind 10 Millionen Beschäftigte samt ihren Familien auf knappes Kurzarbeitergeld angewiesen. Und allein im April verloren über 300.000 Menschen ihre Arbeit ganz. Schlimmer noch, die Krise verschärft sich täglich. Es droht die größte Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit. Deshalb ist es gut, dass die Abgeordneten aller Fraktionen zumindest die Erhöhung ihrer Diäten, dass sie darauf verzichten. Gerade wir Politiker müssen jetzt Solidarität zeigen. Das ist das Mindeste, was von uns verlangt werden kann, meine Damen und Herren. Alle Politiker verzichten also auf die diesjährige Einkommenserhöhung. Alle? Wirklich? Die verzichten? Die verzichten? Die auch? Die auch? Aber was ist mit diesen? Was ist mit der Regierungsbank? Warum verzichten die nicht? Herr Seehofer, Herr Scholz, Frau Kamp-Karrenbauer, Österreichs Regierung macht es Ihnen doch vor mit gutem Beispiel. Sebastian Kurz und sein Kabinett streichen sich gleich ein ganzes Monatsgehalt, 18.000 Euro pro Minister. Deshalb verzichten Sie auch als deutsche Bundesregierung dieses Jahr wenigstens auf Ihre Gehaltserhöhung. Denn wenn so weite Teile des Volkes harte Einschnitte erleiden, dann dürfen Sie als Bundesregierung nicht zurückstehen. Sie müssen vorangehen, meine Damen und Herren. Aber der heutige Antrag birgt noch ganz andere Probleme. Die anderen Fraktionen bringen ihn gemeinsam mit der AfD ein. Hat man Ihnen das denn erlaubt? Müssen Sie heutzutage nicht erst warten, ob das Ergebnis auch Frau Merkel gefällt, so wie in Thüringen nach der Wahl des Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD? Diese Abstimmung musste, dass wir erinnern uns, auf Befehl Merkels sofort rückgängig gemacht werden, obwohl sie gemeinsam war. Meine Damen und Herren, unserer Demokratie hat das geschadet, das wollen wir nie wieder erleben. Aber nicht nur die Kanzlerin missachtet demokratische Beschlüsse, auch die anderen Fraktionen hier im Haus. Wir hatten uns vor 2 Jahren doch schon mal auf einen gemeinsamen Vorschlag hier geeinigt. Erinnern Sie sich? Er lautete, alle Fraktionen stellen einen eigenen Bundestagsvizepräsidenten. Sie haben sich nicht dran gehalten, machen das Gegenteil. Heute gerade erst wieder verhinderten Sie einen AfD-Kandidaten jetzt zum 15. Mal. Sie handeln gegen die gemeinsamen Beschlüsse, nur um der AfD als größte Oppositionspartei zu schaden. Echte Demokratie geht anders, meine Damen und Herren. Das haben wir heute wieder gesehen in diesem Haus. Nächste Rednerin ist für die SPD-Fraktion die Kollegin Sonja Amalie-Steffen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Baumann, vielleicht hat das einen guten Grund, dass seit 15 Mal, Sie haben es ja mitgezählt, Ihr Kollege nicht als Bundestagsvizepräsident gewählt worden ist, weil wir eben demokratische Bundestagspräsidenten und Vizepräsidenten wählen wollen und nicht die AfD. So ist es. So ist es. So, nun zum Thema. Wir reden heute über ein Gesetz, das den wunderbaren deutschen Namen trägt, Anpassungsverfahrensaussetzungsgesetz 2020. Was dahinter steckt, hat der Kollege Grosse-Brömmer schon sehr ausführlich erklärt. Im Klartext heißt es, die Diäten, also die Gehälter für uns Abgeordnete, bleiben in diesem Jahr so, wie sie sind. Jetzt fragen sich vielleicht die Leute, ja und, was ist daran besonders? Deshalb eine kurze Erläuterung. Der Bundestag hat 2014 eine Systemänderung bei der Festlegung der Abgeordnetendiäten vorgenommen. Bis dahin hat der jeweilige Bundestag die Diäten selbst bestimmt. Das war ein ausdrücklicher verfassungsrechtlicher Auftrag. Das hat der Kollege Grosse-Brömmer schon gesagt. Aber es gab verständlicherweise immer relativ viel Aufruhr in der Bevölkerung, weil es ist ja auch ungewöhnlich, dass sich ein Organ, dass sich eine Organisation quasi selbst das Gehalt bestimmt. Deshalb also diese Regelung im Abgeordnetengesetz, dass unser Gehalt zukünftig an den jährlichen Nominallohnindex zu koppeln ist. Im Klartext heißt es also, steigen die Löhne, dann steigen auch die Diäten, und fallen die Löhne, dann fallen auch die Diäten. Im letzten Jahr zum Beispiel hat dieses Verfahren zu einer Diätensteigerung von 3,1% geführt. Und in diesem Jahr ist es so, wir haben jetzt zum 31.03. den vom Statistischen Bundesamt gehört, wie der Nominallohnindex für die Periode vor dem 1.07.2020 gewesen ist. Und das ist in der Tat gut 2,1%.
6% sein werden, um dass unsere Diäten zum 1. Juli 2020 steigen würden. Aber jetzt ist eben alles anders. Jetzt haben wir die Covid-19-Pandemie und müssen uns überlegen, ob wir das so wollen oder nicht. Und der Bundestag hat sich dazu entschieden, und das tatsächlich, wir alle haben uns dazu entschieden, dass wir in diesem Jahr auf diese Steigerung verzichten wollen. Und das, finde ich, ist ganz richtig so. Im kommenden Jahr werden wir dann wieder in das normale Verfahren zurückkehren. Es ist zu erwarten, so wie es derzeit mit der Wirtschaft aussieht, dass im kommenden Jahr die Diäten dann tatsächlich sinken werden. Aber das ist auch richtig so, weil es sich so gehört, es kann nicht sein, dass wir Abgeordneten anders behandelt werden als leider wahrscheinlich ein großer Teil der Bevölkerung. Und da ziehen wir mit. Das ist sinnvoll und das gehört sich so. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner für die FDP-Fraktion ist der Kollege Dr. Marco Buschmann. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Entscheidungen über die Entschädigung von Abgeordneten sind generell schwer. Heute, glaube ich, sollten sie uns allen aber leicht fallen. Diese Entscheidungen sind generell schwer, weil wir in eigenen Angelegenheiten entscheiden, ja über unser eigenes Einkommen entscheiden. Und das führt natürlich immer zu Skepsis. Und es führt natürlich auch zu Versuchen der Verächtlichmachung von Parlament und Demokratie. Deshalb ist es gar nicht so ein freudiges Ereignis, selber darüber zu entscheiden. Aber es ist unsere Pflicht. Das sagen nicht wir, sondern das sagt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Denn die Richter entnehmen der Verfassung eine Pflicht, dass wir selber diese Entscheidung treffen müssen und uns auch selber in der Öffentlichkeit für diese Entscheidung rechtfertigen müssen. Und das macht sie generell so schwer. Heute ist die Entscheidung aber leicht. Denn wir haben für diese an sich schwierige Entscheidung ein sehr gutes Verfahren gefunden, nämlich dass wir einmal in der Legislaturperiode die Bewertung festlegen und dann die weitere Entwicklung an die Entwicklung der Nominallöhne koppeln. Die ermitteln nicht wir, sondern die ermittelt das Statistische Bundesamt, und das führt eben zu einer Verzögerung. Und das ist auch in der Vergangenheit und das wird auch in der Zukunft ein sinnvolles und gutes System sein für den Normalfall. Wir befinden uns aber heute in einer Ausnahmesituation. Wir wissen schon heute, dass die Einkommenssituation der Bürgerinnen und Bürger dramatisch belastet sind. Wir haben über 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Über 300.000 Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Wir wissen von Tausenden von Selbstständigen, die dramatische Einkommenseinbußen erleben werden. Und leider wissen wir auch heute schon, dass viele von ihnen um ihre Existenz kämpfen müssen. Würden wir uns heute hier hinstellen und sagen, diese Belastung, die ihr heute tragt, die sind wir erst bereit, im nächsten Jahr zu tragen. Und heute bestehen wir auf Einkommensteigerung aufgrund der Zahlen im letzten Jahr. Ich glaube, niemand würde dem Parlament das Vertrauen entgegenbringen, das gerade das Parlament heute braucht, damit wir erfolgreich durch diese Krise kommen. Und das macht diese Entscheidung für die Vorlage heute so leicht, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb sage ich, generell sind diese Entscheidungen schwer. Heute ist sie einfach. Wir sind aus voller Überzeugung Mitantragsteller. Wir sind aus voller Überzeugung, stehen wir dahinter. Und aus voller Überzeugung werben wir um die Zustimmung jedes Abgeordneten in diesem Haus. Es ist das richtige Signal in einer schwierigen Zeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Buschmann. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke ist der Kollege Jan Korte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur ein Wort, ein Satz zu Ihnen, Herr Baumann. Der Kern der Demokratie, über deren Zustand Sie sich eben so beklagt haben, ist der, dass es geheime Wahlen gibt, wo ich zum Beispiel meine Fraktion niemals zwingen werde, irgendjemand zu wählen, den sie nicht wählen will. Vielleicht hat das was mit Ihren Auftritten und Ihrer Positionierung hier zu tun, dass Ihre braunen Gesellen nicht gewählt werden. Das mal grundsätzlich vorweg.
Die Linke hat bereits im März einen Vorschlag gemacht, die Diätenerhöhung auszusetzen. Ich freue mich außerordentlich, dass alle Fraktionen unserem Vorschlag gefolgt sind. Allerdings will ich, ja, Kollege Gosse-Brümmer, es ist ja so, man muss sich ja hier immer um so vieles kümmern. Aber ich finde auch ganz ehrlich, man sollte das jetzt allerdings in diesen Zeiten auch nicht zu sehr abfeiern, dass wir hier bei unseren eh schon sehr, sehr üppigen Diäten und Versorgung jetzt hier auf eine Erhöhung zu verzichten. Gleichwohl geht es hier um Symbolik und völlig klar ist, wir brauchen nicht mehr Geld für Abgeordnete, sondern was wir brauchen, ist mehr Geld für Pflegekräfte, für Reinigungskräfte und für Müllwerker und alle, die den Laden am Laufen halten. Ganz einfach. Also, es geht um einen symbolischen Akt, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist in diesen Zeiten natürlich durchaus wichtig. In dem Zusammenhang will ich dann schon, wenn wir bei Symbolik sind, noch zwei Anmerkungen machen. Also der Zeit des großen Applauses auch dieser Bundesregierung für die, die sich hier jeden Tag krumm machen und den Laden am Laufen halten, ist ja vorbei. Denn was falsche Symbolik ist, kann man daran erkennen, wenn die Ersten, die von der Bundeskanzlerin eingeladen werden, die Autobosse sind. Richtige Symbolik wäre gewesen, Pflegekräfte, Ärzte einzuladen und mit ihren zu sprechen. Das wäre eine richtige Symbolik gewesen. Das ist mal voll nicht gelaufen bei Ihnen. Und wenn man jetzt mit den Leuten da draußen ein bisschen redet, in den Wahlkreisen, wenn man sich die Zuschriften anguckt, dann gibt es natürlich eine besorgte Frage. Und wenn ich die Leute frage, was glaubt ihr eigentlich, wer bezahlt eigentlich für die ganze Krise? Da macht sich mittlerweile wieder eine Resignation in diesem Land breit, die sagen, wissen Sie, Herr Korte, da zahlen doch wieder wir, nämlich die kleinen Leute. Und das ist eine sehr grundsätzliche demokratietheoretische Frage. Wir müssen dafür sorgen, dass nach dieser Krise es nicht so läuft wie immer, dass nämlich die kleinen Leute bezahlen, sondern dass endlich mal diejenigen zahlen, die es verkraften können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist wichtige Symbolik. Und deswegen drei konkrete Vorschläge. Das ist Symbolik und bringt real Geld, indem wir zum Beispiel uns hier verständigen würden, endlich eine Vermögensabgabe einzuführen. Ein richtiger Punkt wäre und eine richtige Symbolik wäre die, endlich eine Entprivatisierung des gesamten Gesundheitssystems hier zu beschließen und einzuleiten. Das ist richtige Symbolik. Und zum Dritten, das will ich auch sagen, Konzerne, die Dividenden ausschütten, das ist ganz einfach, die also Gewinne ausschütten, ganz einfach, bekommen keinen Cent staatliche Mittel, weder direkt noch indirekt. Das ist ein Kern von Gerechtigkeitsfrage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man solch einen Dreiklang, der real was mit Gerechtigkeit und Umverteilung zu tun hat, wenn man solch einen Dreiklang hier beschließen könnte, dann würde man gleichzeitig auch mit Blick auf das, was nach der Krise kommt, einen gewissen Schutzschirm für die Demokratie aufspannen. Dazu würden wir Sie gerne einladen. Und vielleicht folgen Sie diesen drei durch und durch klugen Vorschlägen, genauso wie Sie unserem Vorschlag gefolgt sind, auf die Diätenerhöhung zu verzichten. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Korte. Abschließende Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist die Kollegin Britta Hasselmann, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wenn es um eins nicht geht, dann um die Frage, wer hat die erste Pressemeldung abgesetzt. Das ist mir ein bisschen zu klein, wirklich zu klein. Wir sind mitten in einer Krise der Corona-Pandemie. Die hat wahnsinnige Auswirkungen, zum einen auf die Frage der Gesundheit vieler Menschen, die mit großer Sorge sich fragen, was bedeutet das Ganze eigentlich für uns? Viele Menschen sind in Kurzarbeit. Viele Solo-Selbstständige haben Finanzmittel aus unseren Rettungsschirmpaketen, die wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben, beantragt. Trotzdem fragt sich der ein oder die andere, komme ich eigentlich durch diese Krise irgendwie raus, ohne wirtschaftlichen Schaden zu nehmen? Und deshalb glaube ich, ist es ein gutes und wichtiges und richtiges Signal, dass wir hier gemeinsam einen Gesetzentwurf vorlegen, der deutlich macht, auch wir Abgeordneten verzichten in diesem Jahr auf den automatischen Anpassungsmechanismus, der immer zu Beginn einer Legislaturperiode für die Festlegung der Abgeordnetenentschädigung beschlossen wird, und machen damit deutlich, nein, wir stellen uns da nicht
in eine gegenläufige Entwicklung zu vielen anderen, sondern auch wir haben verstanden, für viele Menschen ist die wirtschaftliche Unsicherheit etwas, was sie Tag für Tag umtreibt. Und in einer solchen Situation erhöhen wir uns nicht die Diäten. Und das ist ein richtiges Signal. Und während die einen vielleicht noch überlegten, wo sie die nächste Pressemeldung absetzen können, haben die anderen halt den Gesetzentwurf geschrieben, meine Damen und Herren. So ist es manchmal. Und das Gute ist doch, das Ergebnis zählt. Wir sind uns sehr einig darin, das zu tun. Das ist nicht in allen Parlamenten so. Und ich bin froh, dass es im Deutschen Bundestag so ist. Und ich bin froh, dass das auch unsere Art mit dem Abgeordnetengesetz und den Bezügen, die wir erhalten, die ja öffentlich immer hoch umstritten sind, auch umzugehen zeigt. Ja? Wir machen zu Beginn einer Legislaturperiode immer diesen Beschluss eines neu zusammengesetzten Parlamentes für diesen Anpassungsmechanismus, nachdem eine unabhängige Kommission über 2 Jahre getagt hat und gesagt hat, so sollten wir es machen, damit eben die Abgeordnetendiäten, Entschädigung nicht immer Gegenstand öffentlicher Streitereien ist. So, und damit gibt es ein klares, transparentes Verfahren, dass wir mit dem heutigen Tag für diese Krisensituation unterbrechen und das natürlich im nächsten Jahr auch bedeuten kann, dass die Diäten reduziert werden, wenn die Entwicklung der Lohngefüge so ist und der Nominalindex anders berechnet wird. Und das finde ich gut und richtig, dass wir das heute gemeinsam machen und freue mich, dass wir innerhalb der Fraktion hier zu einem Ergebnis gekommen sind, das jetzt auch schnell und zügig nicht nur anzukündigen, sondern heute zu beschließen. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Hasselmann. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den interfraktionell eingebrachten Gesetzentwurf zur Aussetzung des Anpassungsverfahrens gemäß § 11 Absatz 4 des Abgeordnetengesetzes für das Jahr 2020 sowie zur Änderung des Abgeordnetengesetzes. Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19.013 den Gesetzentwurf aller Fraktionen auf Drucksache 18.701 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Keine. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Nun kommen wir zum bisschen Sport. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Niemand. Enthaltungen? Auch niemand. Damit ist der Gesetzentwurf auch in dritter Beratung und Schlussabstimmung einstimmig angenommen. Ich rufe auf.